ist ja auch nicht mehr in dem Alter, wo man jetzt mit der Mama kuschelt. Ja, also Nähe, finde ich, ist ganz wichtig. Nähe und so, die man halt zu Hause jetzt nicht mehr so viel bekommt. Also wenn man so jugendlich ist oder so, keine Ahnung, dann wird man halt nicht mehr so oft in den Arm genommen und so. Der beschützt mich ziemlich, versucht immer, dass es mir gut geht. Und das finde ich ganz toll. Ja, ich habe ihr auch gerne zugehört, egal was er auch erzählt hat, einfach um ihre Stimme aufzuhören. Wir können uns auch gar nicht vorstellen, dass wir uns irgendwann mal trennen. Also, wir kennen uns jetzt seit einem Jahr ungefähr und sind seit jetzt circa 10 Monaten zusammen. Ich finde Anjana anziehend, vor allen Dingen ihr Lächeln. Oh. Also ich finde kenne niemanden, der so ein schönes Lächeln hat wie sie. Dankeschön. Ein kleiner Sonnenschein. Ich wohne ja in Wuppertal, da regnet es ja ziemlich oft. Und wenn hier nicht die Sonne scheint, dann macht sie ja, dass die Sonne scheint für mich. Oh. Ja, wir sind halt in Fellbad, gehen wir zur Schule. Das ist halt eine Stadt weiter. Und zurück fahren wir dann immer 1,5 Stunden im Bus. Und da wir ja nebeneinander wohnen, sind wir dann immer zusammen gefahren zur Schule. Und dann hat man eben die ganze Zeit gehabt, sich zu unterhalten. Und dann hat das irgendwann geklappt. Am Anfang dann halt nur so freundschaftlich, mal zusammen Film geguckt, mal ins Kino gegangen und irgendwann sind wir dann zusammengekommen. Und seitdem sind wir zusammen, das war jetzt circa 2 Jahre sind es jetzt her. Wir haben uns halt dann immer mehr miteinander gemacht und dann halt sind Gefühle entstanden durch eben Film gucken und so. Und dann wurde es halt auch immer kuscheliger und dann sind wir eben zusammengekommen. Also so sind wir ungefähr gelegen, als wir uns noch nicht geküsst hatten. Also es war relativ unkompliziert. Natürlich hatten wir, ja, irgendwann ist man sich ja trotzdem näher gekommen, obwohl man sich noch nicht geküsst hatte. Also ich meine, du hast dich dann irgendwann auch mal angelehnt, so. Ich weiß das nicht mehr. Schon lange her. Vor 3 Jahren im April haben wir uns kennengelernt auf einer Party. Und dort hat er mich angesprochen und dann kamen wir ein bisschen ins Gespräch, wurde aber nichts draus, sag ich mal. Da standen wir draußen gerade und dann ja, habe ich sie halt gesehen. Und ja, durch damals halt Facebook und Schüler-VZ ist mir irgendwie schon mal so übers Profil gestolpert oder sowas halt. Und dann ist sie mir halt irgendwie bekannt vorgekommen und dann, ja, habe ich sie halt angesprochen und dann sind wir eben so ins Gespräch gekommen. Ich habe ihn dann aber stehen lassen. Ja. Ich bin dann nach Hause gegangen und habe ihm sozusagen eine kleine Abfuhr gegeben. Sie war dann halt auf einmal weg, weil sie dann heimgegangen ist eben. Und das fand ich dann blöd. Ja, als ich ihn dann wieder getroffen habe, war ich zu der Zeit eigentlich in den anderen verliebt, aber war dann total. Ich habe dann nur noch an ihn gedacht und dann habe ich gedacht, oh, ich habe eh nichts zu verlieren. Ich schreibe ihn jetzt einfach an und ja, du. Ich habe auf Facebook so ein bisschen rumgesucht und ein bisschen geguckt und habe dann halt irgendwann die Carla gesehen und bin dann über Facebook auch auf ihr Instagram-Account gekommen und habe dann da auch ein bisschen mir die Fotos angeguckt und habe dann schon gemerkt, dass das halt so ein bisschen ansprechend ist und habe ihr dann irgendwann mal geschrieben und dann haben wir halt auch immer mehr geschrieben und am Anfang war auch nur so, ja, hi, wie geht's? Ja gut, und dir, was machst du so? Und ja, sowas. Und dafür, dass man jemanden überhaupt nicht kennt, baut man so übers Internet voll die Beziehung so zu demjenigen auf, sodass der einem schon irgendwie sowas wert ist, so, obwohl man sich noch nie gesehen hat. Und das ist schon krass eigentlich, mhm, oder? Ja, fand ich auch. Wir haben richtig viel geschrieben. Wir haben, glaube ich, so 12 Stunden am Tag durchgeschrieben. Also abends aufgehört, morgens wieder angefangen und Fotos hin und her geschickt und was man gerade macht. Und man hat dann so gemerkt, so, das ist schon was Richtiges, was das Hand und Fuß hat.
es war alles so ein bisschen, halt man kannte sich nicht. So. Haben wir dann auch mal geschrieben und habe ich gefragt, ja, wie groß bist du denn eigentlich? Und dann meinte sie ja 1,80. Und dann meinte ich so, echt? Und sie so, nee, das war nur ein Spaß. Und ich so, ach so, okay. Und dann kam sie halt hier an und stieg aus der Bahn und dann stand da plötzlich wirklich ein Mädchen, das 1,80 war und ich mit meinen 1,78, gebrochen vielleicht, stand dann daneben und dachte so, oh, du bist ja doch 1,80. Und dann, ja, es war schon witzig. Ja. Also man muss ja schon ehrlich sein, also Instagram und so und Facebook, das sind ja alles Sachen, wenn du da Bilder hochlädst, dann willst du auch, dass andere Leute die sehen. Und dann willst du halt auch, dass sich Jungs irgendwie denken so, ja, die sieht gut aus oder so. Also das ist jetzt was anderes, wenn du mit jemandem zusammen bist, aber ich meine, man rechnet schon damit, dass man dann irgendwie, dass irgendjemand drauf guckt und dich anschreibt oder so. Das ist ja nichts, wo du dann so sagst, mich hat jemand angeschrieben oder so, was ja eigentlich, damit rechnet man ja, also darauf will man ja eigentlich hinaus. Ich hätte es lieber gehabt, hätten wir uns irgendwie so normal kennengelernt. Die normale Menschen. So auf einer Party oder so. Ich fand es jetzt nicht schlimm, aber wenn man es halt erzählt, ist es immer komisch, weil dann auch so voll viele sagen so, ach, du hast denn das erste Mal getroffen und ihr habt vorher nur geschrieben. Das ist halt immer so ein bisschen komisch. Aber es ist doch eigentlich eher so bei den Älteren. Also ja, bei uns in der Jugend ist es voll normal, dass man erst geschrieben hat und dann sich irgendwann trifft. So, das macht mittlerweile jeder. Also selbst wenn man sich auf einer Party kennenlernt, dann werden Nummern getauscht und ab dann schreibt man halt. Also das ist ein bisschen schwer zu erklären, weil eigentlich ist es so ein, sag ich mal so, Geheimnis. Um ehrlich zu sein, das dürfen nicht so viele Leute wissen, weil das eher so ist, dass, also er hat halt eine Freundin und so wissen halt nicht so wirklich viele Leute, dass wir ineinander verliebt sind. Das wissen nur meine engsten Freunde und seine engsten Freunde. Ja, und wenn wir jetzt zusammen wären, dann würden das alle wissen. Ich bin noch Single. Wir sind nicht zusammen, wir sind einfach nur verliebt. Aber nicht zusammen. Ich möchte halt auch, dass es von ihm kommt, dass er mich auch wirklich so fragt, ob wir jetzt zusammen sein wollen. Ja, meistens ist halt auch wichtig, dass man den Jungs gefällt. Das ist natürlich immer so ein Hauptpunkt da, wenn man sich Klamotten aussucht. Was denken jetzt die Jungs, wenn man da so rumläuft? Aber die Mädchen sind auch schon wichtig, weil das sind ja sozusagen die Konkurrenten. Also wirklich, da muss man die dann halt auch manchmal versuchen zu übertreffen. Ich habe mich von Anfang an immer schon wirklich darauf fixiert, dass ich meinen ersten Kuss bekomme, bevor ich 14 bin. Aber irgendwie habe ich es nicht geschafft. Aber irgendwie ging es dann doch, weil es meine 14. Geburtstagsfeier war, also zählt das noch. Und also wir haben uns geküsst und als wir uns dann wirklich geküsst haben, man hat immer schon so Vermutungen gehabt, wie es dann so ist. Man hat auch von Erzählungen gehört, ja, du bekommst dann Feuerwerk in deinem Bauch, es passiert, alles explodiert, es fühlt sich einfach nur gut an. Und genau so war es auch wirklich. Also es hat den Erwartungen wirklich entsprochen und ich hatte wirklich Angst, dass ich was falsch mache. Also davor hatte ich wirklich Angst, dass ich einfach total verhaue. Aber es geht dann einfach und du bist einfach so drinne. Und es passiert einfach, was passieren muss. Und das ist einfach, man braucht davor keine Angst zu haben, wie ich es hatte. Und das ist einfach nur toll. Und wirklich, man hat einfach diese Gefühle. Du hast das Gefühl, alles explodiert in dir und es ist einfach nur wunderschön. Wir haben uns circa einen Monat so gekannt, also bis es dann zum ersten Kuss kam. Also sie war halt bei mir und ja, ihre Mutter also hat sie dann später abgeholt, aber ich wollte es halt vorher noch küssen und so, aber ich habe es mich halt nicht getraut und wir saßen halt zusammen auf dem Bett und ja, keine Ahnung, irgendwann habe ich sie einfach geküsst, da dachte ich mir, entweder jetzt oder gar nicht und dann... Aber es hat so lange gedauert und wir haben uns die ganze Zeit einfach nur so angesehen, wirklich, also wir haben ganz viel geredet und dann so war dieser Moment, du denkst du als Mädchen, jetzt küss mich doch, weil er war so, also er hat mich so angesehen und er war so ganz nah und dann denkst du dir so, los mach und dann kam nichts irgendwie und dann dachte ich so, okay, halbe Stunde muss ich glaube ich gehen, jetzt oder nie und dann halt ist das so passiert. Ich habe mich irgendwie nie getraut, ihn zu küssen oder mich küssen zu lassen. Er hat es auch schon öfter probiert, aber irgendwie bin ich dann immer so weggegangen.
Ich kannte das halt vorher nicht. Es ist halt meine erste Beziehung gewesen. Ich war dann halt total verklemmt irgendwie. Und der erste Kuss war dann auch wirklich ziemlich spät, erst eine Woche, bevor wir zusammengekommen sind. Und ja, davor habe ich mich einfach nicht getraut. Ich bin halt so, dass ich mache mir total den Kopf dann immer und habe total Angst, ich mache was falsch. Habe ihn dann halt nie so richtig ranlassen können. Ich glaube, als Mann ist das dann auch nochmal anders, dass du dann halt gleich irgendwie denkst, es liegt an, ich weiß nicht, am Aussehen oder will sie dich vielleicht doch nicht, dass man sich da halt dann irgendwo trotzdem Gedanken drüber macht dann. When I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. Wir haben sehr lange gebraucht, bis wir uns das erste Mal geküsst haben. Ich glaube, 2 Monate oder so bestimmt, obwohl wir schon uns ziemlich toll gegenseitig fanden. Aber wir haben uns irgendwie nie getraut, weil wir uns so gut verstanden haben, dass wir Angst hatten, dass wenn wir uns jetzt küssen, dass wir der Kuss so doof ist, sage ich jetzt mal, dass wir uns dann entweder nicht mehr verstehen. Und deswegen hat es ein bisschen gedauert. Aber vor allem, wir sitzen auch den ganzen Tag in der Schule zusammen und wir machen Abitur. Das heißt, wir hätten ganz anderen so. Ist nicht so. Da hätten wir uns ja 3 Jahre dann gesehen, obwohl wir uns dann nicht mehr mögen. Also es musste dann ein bisschen klappen. Ja, mit dem Sex war das so, wir haben uns das halt vorausgeplant, wir haben darüber geredet. Sie hat auch gesagt, erst wenn wir uns lieben. Und dann haben wir gesagt, in einer Woche an dem und dem Tag machen wir das dann. Und das war dann auch so. Das war halt so wie die letzte Woche vor Weihnachten. Bei mir ist wichtig war, dass man sich vorher liebt, weil eben bei meinem Ex-Freund das alles viel zu überstürzt war und so, das wollte ich nicht. Und ich habe da gemerkt, dass es mir jetzt hier in dieser Beziehung um mehr geht und dass ich da eben warten will, dass es auch wirklich der richtige Moment ist und dass man nicht nur Sex hat, weil man Sex haben will, sondern dass das eher in die Richtung Liebe geht und nicht nur in die Richtung Sex. Deswegen wollte ich da eben warten. Ich wollte ihn ein bisschen zappeln lassen. Ah ja, wollte mich ein bisschen leiden lassen, einfach nur am Spaß an der Freude. Also ich hatte davor auch schon ein paar Freundinnen, aber da war ich halt noch ein bisschen jünger, das war dann halt nicht so ernst auch. Mit Jana war dann so die erste richtige Beziehung eigentlich so. Und dann hatte ich halt mit ihr auch mein erstes Mal. Also wir haben lange mit Sex gewartet, weil ich noch nicht bereit war. Er hat aber auch auf mich gewartet. Das sind ja auch 2 Jahre Unterschied zwischen uns und ich wusste noch nicht, ob ich das will. Und man weiß ja auch nicht von Anfang an, ob das jetzt ewig miteinander hält. Und ich finde, das erste Mal sollte schon was Besonderes sein. Und dann habe ich lieber ein bisschen länger gewartet. Und als es dann passiert ist, war es auch schön. Ja, ich war schon geduldig. Es war zwar schon immer ein Thema, klar. Kerle reden ja auch miteinander so. Ja, hast die schon, so irgendwas halt, aber meine Güte, das Leben hat auch noch andere schöne Seiten. Für mich war das dann nicht so schlimm. Klar, wenn jetzt andere Kerle über ihre Wochenendbekanntschaften oder so geredet haben und man konnte eigentlich nicht wirklich mitreden, war, ja, für mich war das dann nicht so ein Problem. Ich glaube, wenn ich weiß, dass er genauso wenig Erfahrung hat wie ich, da bin ich nicht unsicher, sondern da denke ich mir, ja, dann testen wir es zusammen aus und dann probieren wir es selber. Und ich glaube nicht, dass es da viele Unsicherheiten gibt. Ich denke mal auch, die einzigsten Unsicherheiten sind, wenn man da dann von anderen was hört, was dann denkt, oh, war bei uns gar nicht oder so irgendwas. Wo man dann aber, ja, wenn man es halt jemandem erzählt, ist ja, hey, was macht denn ihr da? Oder ist ja voll blöd. Und dann denkt man sich auch, oh, scheiße. Ja, das ist halt nach außen hin irgendwie komisch. Wir haben 3 Monate gewartet, nachdem wir zusammengekommen sind, bis wir unser erstes Mal dann hatten. Ja, klar, da gab es auch Hemmstufen meinerseits, weil es eben für uns, sag ich mal, Neuland war. Ich wusste gar nicht, was erwartet mich da jetzt und keine Ahnung. Da war ich halt auch dann recht verklemmt, weil ich halt wieder Angst hatte, dass ich irgendwie was falsch mache oder es nicht gut wird.
Ich war eher unsicher vor diesem sich da fallen lassen vor jemand und sich ausziehen und komplett nackt dann einfach zu sein. Davor hatte ich eigentlich am meisten Angst. Ich glaube, in unserem Alter, ich glaube, da hat jeder schon mal ein Porno gesehen gehabt. Deshalb hat man so eine ungefähre Vorstellung gehabt, wie das dann geht. Ich finde, wenn man das erste Mal hat und man sich gar nicht wirklich, sag jetzt mal, liebt halt dann und dann nach dem ersten Mal irgendwie zwei Wochen später dann irgendwie merkt, okay, es funktioniert doch nicht, dann hätte ich es im Nachhinein schade gefunden, wenn man dann halt zurückblickt und sagt, jetzt habe ich mein erstes Mal an eine verschossen sozusagen, von der ich gedacht habe, es wäre die große Liebe gewesen und dass sie es wert gewesen wäre und so weiter. Also das hätte ich schon blöd gefunden. Sex hatten wir zwar jetzt nicht und das lag halt auch teilweise einfach an den Eltern, weil die wollen ja, ah, du bist ja noch so jung und so und du hast ja noch dein ganzes Leben vor dir und was, wenn das passiert oder das. Also die hatten mehr Panik als wir selber, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Und also man wird dann ja auch so beeinflusst. So, und wirklich jedes Mal wird so dran erinnert, ja, pass auf, was du tust und mach das nicht und keine Ahnung was, dann denkt man da noch öfter drüber nach. Und das muss ja auch so irgendwie so stimmen vom Gefühl her, man muss sagen, ja, das passt jetzt. Und das waren halt so mehrere Faktoren, wo man sagt, das geht dann einfach nicht. Ich war ja noch 15, ja, ne? Genau. Also ich war also auch noch was jünger, als wir dann und so das erste Mal getroffen haben. Also ich glaube, es hat 2 Monate gedauert, bevor wir zusammengekommen sind. Und nach so 1 Monat, als wir dann zusammen waren, haben wir dann miteinander geschlafen. Ja, das war auch für Carla ja ihr erstes Mal. Und deswegen war das dann schon auch was Besonderes. Du wolltest auch erst gar nicht. Genau, ich wollte erst gar nicht so. Also ich wollte gucken, wie gern die Carla mich hat und ob sie wirklich mich so lieb hatte. Obwohl ich auch nicht immer so nett war. Das war irgendwie ein bisschen gemein, weil Paul war so der erste Junge, in den ich wirklich verliebt war. Also ich habe sofort voll die Bindung zu Paul aufgebaut und dann hat Paul aber irgendwie so, hatte mich nicht so doll lieb und dann hat das halt auch echt lange gedauert und ich habe auch echt so richtig lange versucht, so, dass der sich auch an mich verliebt und dann hat das auch irgendwann geklappt. Carla hat die ganze Zeit geschrien. Ich hatte voll Angst. Also meine letzte Beziehung war so schlimm, dass ich wirklich angefangen habe, mir selber weh zu tun. Diesen einen Jungen hat es aber nicht wirklich beeindruckt oder so. Und ich weiß nicht, ich habe auch versucht, immer dadurch vielleicht auch ein bisschen seine Aufmerksamkeit zu bekommen, sodass er vielleicht mal besser mit mir umgeht. Hat aber leider nicht wirklich funktioniert. Und davon sind die Narben jetzt leider noch immer da. Und ich bereue das ziemlich, dass ich das gemacht habe. Ja, es ist so, dass, das hört sich jetzt auch wieder komisch an, aber dass man am nächsten Tag irgendwie das jemandem zeigt und dann in den Arm genommen wird und vielleicht nicht immer angenommen werden würde, wenn man einfach nur sagt, ich habe Liebeskummer oder so. Und diese Selbstverletzung hat den anderen Außenstehenden auch gezeigt, wie schlecht es mir vielleicht geht und deswegen tat ich denen vielleicht mehr leid oder so. Und das hat mir irgendwie geholfen in dem Sinne, dass andere gesehen haben, okay, das ist nicht jetzt irgendwie eine kleine Sache, die hat ein bisschen Liebeskummer, sondern dass es echt ernst war. Ich glaube, Erwachsene wollen das auch gar nicht verstehen, weil sie denken, ja, wir sind noch zu jung, um irgendwas zu fühlen. Und ich glaube, dass viele Erwachsene eher nicht so in der Lage sind, sich zu verlieben oder richtig Liebeskummer zu haben, weil die wissen schon, es erwartet eh jemand Neues. Ich muss mich jetzt auf einen vielleicht gar nicht so festlegen. Die meisten Erwachsenen sind wir einfach noch Kinder. Aber wenn wir das so sehen, sind wir das nicht. Wir sind erwachsen genug, um sich zu verlieben. Aber das sehen die Erwachsenen einfach nicht. Die denken, ja, du bist noch viel zu jung, um lieben zu können. Aber wir sehen das so nicht. Wir verlieben uns und wir denken, dass es wirklich die wahre Liebe ist. Und das ist für uns einfach so. Das ist das Gefühl. Es gab eine Zeit lang, da war ich ziemlich unglücklich. Und das ist alles passiert, indem ich einen Jungen kennengelernt habe. Und man hat dann einfach nur davon geträumt, ihn zu küssen, mit ihm zusammen zu sein, was weiß ich. Man hat sich einfach nur alles vorgestellt. Und durch diese Vorstellung
wurde das Verliebtsein immer krasser. Und ich weiß, das ist nie wirklich was zwischen uns passiert. Wenn es keinen Kuss gab, kein Ich liebe dich oder irgendwas. Es war einfach so, dass es mich wirklich richtig verletzt hat. Und ich war einfach richtig verliebt und das konnte man nicht so schnell abstellen. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass wenn ich alleine bin, ich in so einem irgendwie schwarzen Loch versinke. Das hört sich jetzt vielleicht kitschig an, aber es war so. Es war wirklich so, dass alles war scheiße. Also es war nichts mehr gut, nichts mehr hat Spaß gemacht. Schule wurde nur noch schlechter, die Eltern wurden nur noch nerviger. Und man wollte einfach nur noch alleine sein, obwohl man wusste, dass man alleine am traurigsten ist. Und man hat auch nur noch traurige Musik gehört, obwohl man weiß, dass die traurige Musik es alles nur noch schlimmer macht. Ich weiß nicht, wie man das erklären soll, aber man wollte nicht glücklich sein, weil einfach das Traurigsein irgendwie dazu gepasst hat. Und man war wirklich in einem schwarzen Loch und man hatte das Gefühl, man kommt da nie wieder raus. Ich bin nur so froh, dass es vorbei ist, weil das war wirklich die schlimmste Zeit meines Lebens, wirklich. Ich war mit Kumpels noch unterwegs und war bei einem Kumpel und haben halt noch Film geguckt und so. Und bei dem bin ich dann irgendwann halt eingeschlafen und habe halt währenddessen ich bei ihm war, ein bisschen verpeilt aufs Handy zu gucken ab und zu. Und sie hat mir halt geschrieben und angerufen ab und zu. Und ja, jetzt gehe ich als Entschuldigung Blumen kaufen. Es tut mir leid. Danke. Geile Rose sogar. Eine Rose noch? Ja. Okay. Ich gehe ins Ausland ein halbes Jahr und wir haben schon gesagt, dass wir jetzt nicht sagen, wir machen jetzt deswegen Schluss oder so. Wir versuchen es halt, das zu überwältigen, weil ich halt schon raus will eigentlich und neue Leute kennenlernen will, in ein neues Umfeld kommen will, um mich halt auch irgendwo weiterzuentwickeln. Ich habe mir auch immer gesagt, falls ich einen Freund haben sollte zu der Zeit, dann mache ich das von niemandem abhängig, von meiner Familie nicht. Die finden das eh gut, dass ich das mache. Und von keinem Menschen der Welt, weil das ist einfach für mich mein größter Wunsch immer gewesen. Und wenn die Beziehung auch stark genug ist, dann wird die auch ein halbes Jahr Ausland aushalten. Angst habe ich eigentlich nur davor, dass man sich halt auseinanderlebt, sage ich jetzt mal. Dass man halt in der langen Zeit, wo man nicht fast jeden Tag miteinander verbringt, dass man da halt irgendwie merkt, dass die Gefühle schwächer werden. Dass man halt merkt, okay, ich brauche den anderen vielleicht doch nicht mehr so arg an meiner Seite, wie es halt vorher die ganze Zeit über war. Ich bin wirklich ganz schön eifersüchtig und ich steigere mich dann da extrem rein, was mich auch selber nervt. Und dann sitze ich da und dann gebe ich Paul wirklich Schuld für irgendwas, was Paul überhaupt nicht gemacht hat, nur weil ich mir vorstelle, wie das wäre. Ja, also das hat mir auch schon zwei, dreimal, dass ich gesagt habe, dieses Misstrauen, das geht mir wirklich auf den Zeiger, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Dieses immer wieder zu sagen, Paul, das und das und das und ich mache ja nichts. Gib mir auch Mühe, dass die Carla mir komplett vertrauen kann, aber keine Ahnung. Im nächsten Moment tut es mir sofort leid, weil ich so denke, der gibt sich so viel Mühe und so und trotzdem unterstellst du dem sowas. Das finde ich halt auch doof, weil Paul macht sowas eigentlich nicht. Ich weiß nicht, dass man heutzutage so viele Möglichkeiten hat. So früher konnte man sich nur treffen, aber heutzutage kann man mit anderen Mädchen über WhatsApp schreiben, über Facebook, über Insta-Message, so voll viele Sachen einfach. Und ich glaube, mich würde sogar noch viel mehr verletzen, wenn Paul einem anderen Mädchen schreiben würde. Weil sowas macht man viel bewusster. Also wenn man jetzt mal zu viel getrunken hat oder so und dann ein Mädchen küsst oder so einmal und dann direkt zu einem kommt und sagt, oh Carla, so, ich glaube, ich wäre trotzdem mega sauber. Es würde mich nicht so verletzen, wie wenn der jetzt irgendwie über längeren Zeitraum mit einem anderen Mädchen schreibt. Weil das ist, glaube ich, so, das macht man voll bewusst, dass man einem anderen Mädchen schreibt und keine Ahnung. Das ist halt so, das ist, finde ich, so richtiges Hintergehen, weil man den anderen dann auch total für doof verkauft. WhatsApp ist der Teufel. Ja, weil sobald einer da nicht mit Smileys schreibt, dann denkt der andere, er ist böse oder so und das führt dann auch oft zu kleinen Zickereien. Also immer schön Smileys nehmen, aber das hilft manchmal einfach auch nicht. Also. Ja, Mann, Rotheim! Frankfurt am Main!
habe ja in die Schule gewechselt. Ich habe neue Freunde gefunden und dann war ich eben, sie haben mich auch immer gefragt, willst du mit uns rauskommen, mit der ganzen Clique und so. Und dann sage ich ja nicht nein. Jetzt hat was Neues wieder angefangen und jetzt will ich das versuchen so zu halten und aufzubauen. Eifersucht war dann wieder sowas so, was mich dann gestört hat, dass da so ein Hindernis war. Also, dass ich wusste, er sitzt jetzt zu Hause, macht sich Gedanken darüber, was ich mache. Das war schon so, dass ich manchmal gedacht habe, ich brauche jetzt so ein bisschen mehr Freiheit einfach. Ja, also ich wäre bereit, halt zurückzuschrauben und dass ich das auch wirklich okay finde, dass ich halt mit den Leuten rausgeht, dass ich da auch nicht zu Hause sitze und mir wirklich so krass die Gedanken drüber mache. Ja, das war halt auch ein Fehler von mir. Dann am Ende war es halt zu spät. Ich verstehe das selber alles noch nicht so ganz, weil die war halt irgendwann einfach nicht mehr verliebt in mich. Ist ja auch nicht lange her jetzt, dass wir getrennt sind. Und ja, ich musste es erst noch richtig verarbeiten. Also es war alles immer in meinem Zimmer an der Wand. Konnte man immer angucken und so. Also die Bilder sind nicht mehr an der Wand. Ich glaube, das ist einfach besser, weil sonst sehe ich die Bilder jeden Tag und dann denke jeden Tag daran, wie schön es immer war, bei ihr zu sein. Und jetzt, da wir Schluss gemacht haben, ja, muss ich aufhören, an diese Zeit zu denken erstmal. Henrik hat am Anfang auch gar nicht dran geglaubt, dass wir irgendwie ewig zusammenbleiben oder so. Und nach habe ich ihn irgendwie davon überzeugt oder ihn vielleicht auch ein bisschen manipuliert, dass er jetzt eben auch daran glaubt. Und ja. Also ich habe eben genaue Vorstellungen. Ich würde zum Beispiel gerne im Sommer heiraten. Deswegen 18.08.2018 finde ich zum Beispiel ein ganz schönes Datum. Und ich weiß auch, dass ich zwei Kinder haben will. Dass ich später. Du und Mädchen. Genau. Und eben, ich habe da genaue Vorstellungen, wie ich das später haben will. Also auch welches Auto und was für ein Häuschen und wie ich das alles einrichten will. Also ich plane sowas immer gerne. Ich weiß nicht, 4 Jahre hört sich so. Ich bin jetzt 17, da wäre ich 21. Mit 21. Schönes Alter. Ja, aber 21 ist schon so ein bisschen jung. Ist ein bisschen nah so. Also 4 Jahre. Das ist voll weit weg. Irgendwann will man ja auch noch Karriere machen. Irgendwie muss ja Geld verdienen irgendwie mal. Also ja, ich bin halt ein bisschen realistischer so, aber das ist ja noch nicht beschlossen, man kann das ja mal noch ein bisschen nach hinten verschieben. Was da? Das hat mich ein bisschen durchsichtig mit dem. Sieht man da nicht deine Beine durch? Das ist echt schön, finde ich aber auch. Ja, so wie andere an Schuhen vorbeigehen und sagen, die finde ich schön, gehe ich auch oft an Hochzeitskleider vorbei und denke dann auch, das ist schön oder nee, das eher weniger. Die sind süß. Ich will einen Ring mit einem Herzchen drauf, so. Ein anderes so umgedreht. Umgedreht? Also doppelt, oder? Ja, doppelt gemoppelt. Eins um den Kopf und ein anderer. Und das andere richtig. Cinnamon, where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me.